Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Tod einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Deutsche Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen?
Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Joe? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht?
Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr... Befehlt euch wieder, wenn ihr wieder hier seid. Pflege für alle. Seid nicht schüchtern. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Plagt euch etwas, Freund? Welch unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Ihr werdet mich für verrückt halten.